Die derzeitigen Corona-Regelungen der Landesregierung wirken sich auch in Dülmener Fitnessstudios aus. Besonders die bisher geforderten täglichen Antigentestungen schrecken manche Fitnesskunden ab. Sie wollen und können sich nicht vor jeder Trainingsstunde testen lassen. Natürlich schon so, dass viele Kunden den Weg so ein bisschen scheuen. Also nicht scheuen, weil sie nicht dahinter stehen, sondern weil es einfach eine zusätzliche Aufgabe ist, die geplant werden muss. 24 Stunden sind Gültigkeit der Corona-Tests. Von daher versuchen die Leute natürlich schon irgendwo das so zu planen, zu timen, dass sie das Training reinkriegen und eventuell noch mit anderen Sachen verbinden, mit dem Essen gehen oder vielleicht am nächsten Tag nochmal innerhalb der 24 Stunden zum Training kommen. Also wir haben nach dem ersten Lockdown mit gut 400 Leuten weniger begonnen. Das Ganze steigert sich natürlich noch durch wirksam werdende Kündigungen. Das ist auch nicht aufzufangen. Es sind jetzt auch wesentlich weniger Leute da in der Anlage, eben durch die Beschränkungen und auch durch die Verunsicherung und Verärgerung auch manchmal der Leute, weil sie nicht wissen, was zählt denn heute, was zählt hier, was zählt in Bayern, je nachdem, wo sie gerade sind, weil CleverFit ist ja relativ groß und mit über 400 Studios vertreten. Trotz der Einschränkungen sind die Mitarbeiter froh, dass sie weiterhin geöffnet bleiben dürfen. Durch entsprechende Hygienemaßnahmen und Online-Angebote versuchen sie ihre Mitglieder auch weiterhin zu halten. Die Corona-Schutzregeln, die bewirken natürlich, dass die Frauen sicherer trainieren können, sich auch sicherer fühlen können. Wir haben die Anzahl der Trainierenden, die gleichzeitig hier im Club sind, reduziert. Das wird über eine Terminbuchungs-App reglementiert, sodass man wirklich mit großen Abständen und am Platz trainieren kann. Die Frauen gibt es natürlich, die dann deswegen sehr skeptisch sind und sich erst nochmal zurückhalten. Was wir aber auch wieder auffangen können durch unsere Online-Angebote. Wir haben ja eine Trainings-App, wo jeder das Training, was wir individuell zusammengestellt haben, durchführen kann, zu Hause mit eigenem Gerät. Mittlerweile haben sich die Mitarbeiter und Besucher der Studios an die Hygienemaßnahmen gewöhnt. Für die Studios ein zusätzlicher Aufwand beim Einlass. Das System hilft uns natürlich dabei, dass wir Impfungen und so weiter eingeben können. Aber die Tests müssen immer wieder manuell eingegeben werden. Das heißt, vorne muss immer die ganze Zeit jemand stehen und nur dieses bewältigen. Ab Donnerstag, dem 13. Januar 2022, gibt es für geboostete StudiobesucherInnen Erleichterungen. Sie brauchen keinen gesonderten Test mehr vorzuzeigen. Sehr zur Freude der Kunden und Mitarbeiter. Zum Glück wird diese Testpflicht jetzt ja wieder reduziert für diejenigen, die geboostert sind. Wie genau sich das dann auswirkt, also wir hoffen, dass dann auch diejenigen, die deswegen sich zurückgehalten haben, auch wiederkommen. Ist ja doch am schönsten, wenn viele beim Training sind. Jetzt ab morgen soll es wohl anerkannt sein mit den Boosterimpfungen, dass dann für die Leute kein Test ist. Ist natürlich ein kleines Schmankerl für die Leute, die sich haben schon boostern lassen, um ein bisschen gewappneter zu sein. Die Fragestellung kam natürlich schon. Ich mache alles, lass mich boostern, lass mich impfen und habe keinen Vorteil dadurch. Ne? Ja, das war, also ich muss sagen, jeden Tag einen Test fand ich übertrieben, muss ich sagen. Ich fände es in Ordnung, wenn man einmal die Woche, sag ich mal, einen Test gemacht hätte, dann hätte man einen groben Überblick, aber jeden Tag fand ich zu viel. Weil das nimmt sehr viel Zeit auf. Wenn du noch arbeiten musst, musst du, sag ich mal, eine halbe Stunde zum Testen fahren, weil da stehst du manchmal auch länger. Dann noch ins Fitnessstudio und dann hast du ja gar keine Freizeit mehr. Die Mitarbeiter der Studios erhoffen sich durch die Erleichterungen, dass jetzt wieder mehr Kunden die Angebote der Studios nutzen.